In 2 Tagen wird in Wuppertal-Elberfeld DB7 gesperrt. Es werden dadurch Engpässe und Staus erwartet. Mit dem Fahrrad kann man in vielen Fällen am Stau vorbeifahren. Wir zeigen, wie es geht. Willkommen zurück bei talradler.de. Heute schauen wir uns mal die für den Radverkehr relevanten Verkehrszeichen an. Fangen wir an mit dem Zeichen 241, getrennter Rad- und Fußweg. Hier sind Rad- und Fußweg voneinander getrennt. Der Radfahrer bleibt auf der linken Seite, der Fußgänger auf der rechten. Der bekannteste Weg in Wuppertal mit dieser Form des Radweges ist die Nordbahntrasse. Das Zeichen 237 ist ein normaler Radweg. Er darf nur von Radfahrenden genutzt werden. Bleibt noch das Zeichen 240 über. Hier teilen sich Radfahrende und Fußgänger die Verkehrsfläche. Und ja, auch auf diesem Stück zwischen Völklinger Straße und Loh. Sobald eines dieser Schilder aufgestellt ist, muss der Weg benutzt werden. Außer er ist nicht zumutbar. Das kann zum Beispiel bei Schneefall sein, wenn der Weg noch nicht geräumt ist. Oder wie nach dem Sturm zu Pfingsten, der Weg durch Gegenstände nicht passierbar ist. Dann gibt es noch die Angebotsstreifen oder Schutzstreifen. Diese Streifen sind keine Radwege, sondern Teil der Fahrbahn. Schutzstreifen können, zum Beispiel zum Einhalten des Seitenabstands, auch überfahren werden. In Wuppertal gibt es mit der Luisenstraße auch eine Fahrradstraße. Fahrradstraßen sind dem Fahrradverkehr vorbehalten. Kfz-Verkehr kann, wie zum Beispiel hier, in eine Richtung zugelassen werden. In dieser Straße darf zum Beispiel mit den Fahrrädern nebeneinander gefahren werden. Aus eigener Erfahrung kann ich leider sagen, dass vielen Wuppertalern diese Regelung aber vollkommen unbekannt ist. So kommt es in Wuppertals einziger Fahrradstraße oft zu unschönen Szenen. Als letztes in unserem Verkehrszeichenblock gibt es noch die freigegebene Einbahnstraße. Wenn die Einbahnstraße mit dem Zusatzschild Radfahrer frei beschildert ist, können Radfahrer diese auch in Gegenrichtung befahren. Mit allen Konsequenzen. Es gelten weiterhin die Regeln der Vorfahrt innerhalb der Straße und natürlich auch an Kreuzungen. Meiner Meinung nach eine tolle Sache, da man durch diese Freigaben viele unnütze Umwege vermeiden kann. Ja, das war's für heute in unserem großen Countdown zur Döppersbergsperrung. Bis morgen!